has waited for us. But when we finally came, it was to answer a call. Ja, und damit herzlich willkommen zu einem kleinen angezockt, angedaddelt Tarsis heißt das Spiel, momentan im Angebot bei Steam. Und ist ja auch gerade erst heute erschienen, 12.01. Und ja, was ist das für ein Spiel? Das ist ein Strategie-Würfelspiel und ja, ist nicht ganz so einfach. Erstens mal natürlich Würfel bedeuten sowieso Zufall und Strategie ist auch nicht ganz so einfach. Also man muss sich da erstmal so ein bisschen reinfriemeln. Ich werde auf jeden Fall erstmal mit euch jetzt das Tutorial spielen. Und ihr seht schon Mission Coming Soon. Also ich denke mal, da wird für das Spiel noch einiges kommen. Das Spiel ist kein Early Access, so wie ich das gesehen habe, sondern wirklich ein Vollpreistitel, wenn man so will. Kostet, glaube ich, im normalen Steam Store, glaube ich, 15 Euro ist momentan im Angebot für 9 Euro ein paar Zerkloppte. Und ja, ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal ein neues Spiel. Wie gesagt, als Tutorial, das Fenster habt ihr normalerweise nicht, wenn ihr das Spiel startet. Ich habe das Spiel jetzt schon mal ein paar Mal gespielt. Und ja, ihr könnt euch hier eben noch das Tutorial-Video angucken. Habe ich auch noch nicht selber gemacht. Aber wir spielen erstmal das Tutorial. Wenn ihr das jetzt wegklicken würdet, ihr spielt sowieso, wie gesagt, beim ersten Start das Tutorial eh. Später könnt ihr es zwar nochmal spielen, wenn ihr wollt, aber wenn ihr den Haken eben nicht setzt, dann setzt ihr im Prinzip genau an dieser Stelle ein. Zwar jetzt nicht an dieser Stelle, sondern nachher, wenn das Schiff nachher explodiert. Das sehen wir dann. Ja, also erstmal herzlich willkommen. Dieses Briefing wird dir eine Vorstellung davon vermitteln, wie du die Mannschaft und die Funktionen der Inktomie, mein Gott, benutzt. Die Reise ist zwar schon fast zur Hälfte vorbei, aber es ist sinnvoll, ab und zu, denke ich mal, soll das heißen, ab und zu einen Auffrischungskurs zu erhalten. Dein ultimatives Ziel, den Mars erreichen. Sieht man ja hier oben. 10 Wochen bis zum Mars. Also, das ist die Schiffsansicht, da werdet ihr die meiste Zeit verbringen. Die Inktomie hat eine 6-köpfige Besatzung, aber der Rest der Besatzung ist gerade beschäftigt. Das Schiff selbst besteht aus 8 Modulen, jedes mit seinem eigenen Zweck. Sieht man teilweise an der Symbolik. Also hier wohl ein Labor und Benzoltank steht ja auch hier oben und naja, Krankenstation etc. pp. So, und das ist unser Fenster von dem Mitarbeiter bzw. hier vom Besatzungsmitglied. Das ist die Gesundheitsanzeige, steht ja auch da. Die Unversehrtheit deines Schiffs, die rote Markierung, zeigt die Menge an Schaden, die durch ein Ereignis entsteht, ist böse. Und die geht ganz fix nach oben, das könnt ihr mir schon mal glauben. Also so ein Spiel dauert meistens, zumindest bei mir jetzt gerade hier im Anfangsstadium, nicht wirklich lange. Also da muss ich mir nochmal eine kleine Strategie einfallen lassen. Aber ich denke mal so fürs Tutorial, für ein First Look, für ein Angedaddelt. Sollte das erstmal reichen. So, dann haben wir hier noch die Nahrung. Mit Nahrung bleibt die Besatzung aktiv, da ihre Würfel dann aufgeladen werden. Das sind diese hier zum Beispiel. Ne? Also ich habe, wenn ich jetzt diesen Menschen hier füttern würde, dann hätte er dementsprechend mehr Würfel. Und desto voller das ist, desto besser ist es, weil er natürlich mehr Würfel werfen kann, mehr Augenzahlen. Und dann heißt das auch mehr Augenzahl, die ich dann dementsprechend hier ins Schiff stecken kann. Oder in diverse Funktionen, aber kommen wir gleich zu. So, dann kommen wir nämlich hier direkt schon zum Besatzungsmitglied. Hier haben wir links die Stressleiste, rechts haben wir die Gesundheitsleiste. Das ist also die hier, das ist die Gesundheit. Und hier unten eben diese Würfelleiste. Steht hier auch nochmal, hier wird nämlich angezeigt, wie viele Würfel ein Besatzungsmitglied bei jedem Zug wirft. Ihre verfügbaren Würfel werden bei jedem Zug um 1 verringert, wenn dieses Besatzungsmitglied genutzt wird. So, dann haben wir hier, wird der Reparaturwert auf 0 reduziert, wird das Ereignis entfernt, sonst wird der Schaden bei jedem Zug hinzugefügt. Also das ist halt diese Reparatur, das ist halt diese Punktzahl, die Schadenspunktzahl. Das sind die Gefahren, wird glaube ich noch gleich näher erklärt und Ende des Zugschadens. So, dann haben wir hier Bewegung. Wähle zunächst ein Besatzungsmitglied aus und klicke dann direkt auf das Modul Wähle Einsatz, um die Verlegung zu bestätigen. Jeder ist im Moment beschäftigt, sodass
beziehungsweise so entsende J. Cross zur Vorratskammer, wo das Ereignis ist. Also ich markiere als erstes hier den Mannequin hier und sag so hier, du sollst zum Benzoltank, zur Vorratskammer. So, da sage ich dann einsetzen. Und dann haben wir halt hier dieses Menü. Und hier steht auch, hierhin schickst du die Besatzung, damit sie arbeitet. Das bestätigen wir. So, jetzt würde man hier mit Würfeln anfangen. Steht auch, glaube ich, hier, Würfel können benutzt werden, um dem Schiff oder der Besatzung zu helfen. Würfel können wieder geworfen werden, aber neue Würfel sind begrenzt. Steht ja auch hier, 2 verbleiben. So, jetzt würden wir einmal würfeln. Und jetzt haben wir hier halt die Augenzahl. Und hier steht auch nochmal konkret, was der Rest des Feldes hier so zu bedeuten hat. Zum Beispiel hier die Gefahren. Diese stehen für Gefahren für die Besatzung, wenn ein Würfel den angezeigten Zahlen entspricht. Verletzung. Das Besatzungsmitglied verliert einmal Gesundheit. Stasis. Der geworfene Würfel steckt fest und kann nicht neu geworfen werden. Leere. Der Würfel ist verloren. Automatische Assistenz verhindert diese Gefahren. So, dann haben wir die eingebauten Gegenmaßnahmen, die Besatzung vor Gefahren bewahren. Ein Schiff füllt einen pro Zug wieder auf. Und hier sieht man das dann auch nochmal. Assistenz, normale 3 würde, ne, füllt dann Assistenz wieder auf und dann 3 bei Stasis würde dann eben ja, diesen Würfel einfrieren. Den kann man dann eben, zwar die Augenzahl kann man noch benutzen, aber letztendlich nicht nochmal neue Würfel, wenn man das möchte. So, habe ich noch was vergessen vorzulesen? Nee, gut. Reparaturen. Ereignisse sind abgeschlossen, wenn der Reparaturstatus auf 0 reduziert wurde und so Schaden von der Besatzung und dem Schiff abgehalten worden ist. Na, das ist, glaube ich, auch klar. Man würde jetzt also hier sagen, gut, ich brauche 1, also ziehe ich 1 drauf. Ereignis beendet, Thema durch. Klassenfähigkeit. Platziere Würfel in diesem Feld, um die Spezialausbildung der Besatzungsmitglieder zu nutzen. Würfel müssen den angezeigten Regeln folgen, um genutzt werden zu können. Also hier steht 1 nach oben, das heißt, mehr als ein Augenwürfel muss ich da halt reinpacken. Hier genauso sieht man es auch auf der anderen Seite. Erhalte Nahrung, benötigt 1 plus, ne, und dann bekommt man dann halt 4-mal Nahrung, wie es ausschaut. So, achso, ja, benötigt steht ja auch hier 1 oder höher, 5 oder höher. Passende Würfel ist ein Gleichzeichen. Es kann manchmal sein, dass ihr 3 Würfel von der gleichen Augenzahl haben müsst, um einen gewissen Effekt zu erreichen. Das ist manchmal ein bisschen schwierig. So, hier würden wir jetzt sagen, gut, wir haben nur eine 4, also packen wir die da rein. Und hier haben wir jetzt noch eine Modulfähigkeit. Alle Module haben verschiedene Fähigkeiten, die den reibungslosen Betrieb des Schiffes garantieren. Platziere hier Würfel, die den Anforderungen entsprechen. Verdienst. Jeder Platz zeigt an, wie viel dieser Fähigkeit du erhältst. So, dann wir brauchen Minimum eine 1. Also packen wir jetzt die 5 rein und dann hat sich das. So, Forschung. Jeder in der Forschung platzierte Würfel bringt einen Punkt, der für Forschungsprojekte ausgegeben werden kann. Gib Forschungspunkte für einen sofortigen Vorteil aus. Mission. Erhalten verschiedene Projekte für einen Forschungspunkt. Erhalte verschiedene Projekte für einen Forschungspunkt. Ach so, okay. Platziere hier einen Würfel. So, machen wir mal. Einsatz beenden. Wenn du mit der Arbeit fertig bist, wähle diese Taste, um zum Schiff zurückzukehren. Sind alle Besatzungsmitglieder eingesetzt worden, wird das Spiel mit dem nächsten Zug fortgesetzt. So, Einsatz beenden. Und jetzt, naja gut, das spielt ja nicht jedes Mal neu, sondern genau an dieser Stelle startet quasi das eigentliche Spiel. Hier diese Vorratskammer wird weggesprengt und da nimmt das Unheil quasi seinen Lauf. We had prepared for any disaster. For every disaster. Not all of them at once. We can't turn back, but how can we go on? So, und da an dieser Stelle startet ihr jetzt ganz regulär. Ein Schwarm von Mikrometeoriten haben die Inktomi, beschädigt und 2 Besatzungsmitglieder getötet. J-Cross wurde in den Weltraum abgeworfen und Mapuya Musgrave, wie auch immer, wurde tödlich verletzt. Dein neues Ziel, überleben. Ja. Das ist also ein Survival-Strategie, Rundenstrategie, Würfelspiel, wie auch immer. Ist also klein und feiner Spiel, aber ist schon herausfordernd. Also ich bin, wie gesagt, meist nicht weit gekommen.
Woran es genau liegt, muss ich mir nochmal anschauen. Wie gesagt, zu Testzwecken habe ich es gespielt. Das Tutorial-Video werde ich mir auf jeden Fall nochmal angucken. Könnt ihr auch nochmal reinschauen. Und ja, wie starten wir jetzt mal? Wir können jetzt eben halt die einzelnen Besatzungsmitglieder können wir jetzt anwählen und in die einzelnen Module schicken. Ich würde mal sagen, wir schicken als erstes erstmal den Mechaniker hier hin. Und hier sieht man natürlich dann auch dementsprechend die Mitarbeiter. Wir haben jetzt in diesem Modul haben wir insgesamt dreimal Besatzung. Einmal natürlich den Mechaniker und den Captain. Das hatten wir ja in der Übersicht schon gesehen. Und die sieht man hier auch rumfuhrwerken. Und jetzt gehen wir natürlich auf Würfeln. Mal gucken, ob wir da was Vernünftiges zusammenkriegen. Das ist eine 8, das ist eine 10. Das ist natürlich doof. Ich hätte schon ganz gerne die 12 schon mit ihm zusammengekriegt. Mal gucken, vielleicht kriegen wir noch was Besseres raus. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Also das ist eben die Assistenz, was wir gerade hatten, wenn man die aufgeladen hat. Denn wir hätten ja jetzt hier normalerweise eine 3 gehabt. Hier eine Stasis, also der wäre jetzt eingefroren gewesen. Haben wir jetzt aber nicht, weil wir ja einen Pfeil auf Assistenz hatten. So, das ist natürlich doof. Wir können jetzt also maximal 7 Punkte können wir hier mal reinknacken. Das ist natürlich nicht so toll. Hier sieht man, wie gesagt, man würde jetzt in Genesung 5 plus, würde man die Gesundheit des aktiven Besatzungsmitglieds komplett wieder her. Das ist schon mal gar nicht verkehrt. Oder hier zum Beispiel plus 1 für Schiff. Ne? Also man muss immer so ein bisschen lesen und gucken, was hier welche Augenzahl bewirkt. Würfel halten weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Das müsste ich nochmal ausprobieren gleich. Ich würde sagen, den Captain lassen wir auch nochmal ran. Wir brauchen noch 5 Punkte, dann probieren wir es nämlich mal aus, wenn wir hier den Würfel parken, ob er dann noch woanders hingehen kann mit seinen Punkten. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Müssen wir gleich mal schauen. Ach, siehst du, guck mal, da kriegen wir schon mal eine 6. Könnte man natürlich Genesung auch machen, aber wir möchten jetzt mal das Modul hier reparieren. Und damit gehen wir jetzt mal in Würfel halten, was nicht geht, weil das Stasis ist. Haha, toll. Gut, das heißt, wir gehen damit in die Forschung. Das können wir, glaube ich, machen. Ja, wir haben jetzt 1 drin. So, dann haben wir einmal den Doktor. Plus 1 Gesundheit auf Besatzung in Modul. Ja, wir müssen jetzt mal hier was machen. Ihr seht ja, Meteoritentreffer 27, Reparaturen müssen wir da erstmal noch investieren. Das ist schwierig. Deswegen würfeln wir mal. Boah, das ist ja schon gar nicht so verkehrt. Auf Stasis 3. Und hier sieht man das so schön. Gewächshaus. Erhalte Nahrung, die genutzt werden kann, um Würfel aufzufüllen. Da bräuchten wir jetzt also 3 Würfel der gleichen Zahl. Bei 2 gleichen bekämen wir einmal Nahrung und bei 3 gleichen eben 2-mal Nahrung. Das können wir jetzt momentan knicken. Ich würde sowieso sagen, dass wir erstmal hier reparieren, damit wir so ein bisschen runterkommen, weil mit jeder Runde kommen da auch mehr Schadenspunkte drauf. Das ist auch so ein bisschen gefährlich. Modul verlassen. So, dann haben wir noch sie. Die kann auch nochmal reparieren. Ja, Würfel. 6 und 3 Stasis. Ja gut, dann wir buttern erstmal alles hier in Reparieren rein, weil das könnte schon uns ziemlich zeitnah das Genick brechen. Und jetzt kommt normalerweise... Moods are turning sour. The crews and my own. But if I can't lead them, we're all dead. Ja, und so gibt es immer zwischendurch immer so kleine Story-Elemente. Finde ich ganz cool. Auswahl. Wähle ein ausführbares Nebenprojekt, aber sei dir sicher, dass dies negative Auswirkungen haben kann. Die Tragweite deiner Auswahl hängt ab vom Stresslevel der Besatzung. Halte sie also geistig gesund. So, und hier können wir uns jetzt zwischen den zwei Teams entscheiden. Konzentriert euch, Leute. Wir müssen unsere Nahrungsvorräte aufstocken, damit wir mit unserer Arbeit weitermachen können.
Team, wir müssen Vorbereitungen treffen, um die Risiken einzudämmen, die das Universum für uns vorgesehen hat. So, jetzt sehen wir natürlich direkt darunter, was passieren würde. Plus 1 Nahrung, minus 2 Schiff, nicht ausgewählt würde, plus 10% Stress für uns bedeuten. Also wenn ich das jetzt anwähle, dann müssten wir also nochmal 10% Stress dazu bekommen. Und hier kriegen wir auch nochmal 10% Stress für die gesamte Besatzung, plus einmal Assistenz. Also würde ich sagen, wir nehmen das, ja, mit Schiff ist natürlich auch nicht so witzig, aber wir müssen dabei. So, Update. Wenn die Vorratskammer zerstört worden ist, haben wir den größten Teil unserer Ration verloren. Zusätzliche Nahrung kann im Gewächshaus produziert werden, aber nur in kleinen Einheiten. Gibt die begrenzten Vorräte nur an die aus, die es wirklich benötigen. Ja, das ist sowieso mal so ein bisschen heftig. Ich hatte vorhin eine Situation, wo hier auch der Kannibalismus ausgebrochen ist. Das war ja auch schon ziemlich merkwürdig. Aber ich würde mal sagen, wir sparen uns das erstmal auf und gehen in die nächste Runde. So, da seht ihr, was ich meine. Das kommt immer mehr dazu. Da muss man echt gucken, wie man das macht. Hier haben wir jetzt ja einen Punkt noch drin. Schadenswarnung. Schadenswarnung müssen wir am besten mal hier mit beigehen. Also, weil hier nämlich zwei Schadenspunkte sind, zwei Schadensbalken, nenne ich es jetzt einfach mal. Und die kommen natürlich hier immer dazu. Und das könnte uns natürlich bald das Genick brechen. Deswegen wollen wir erstmal hier in diesem Bioröhre-Ausfall erstmal möglichst beenden. Leere 4, das ist schon mal nicht so fein. Das ist aber fein. Das ist aber fein. Gleich mit dem ersten Wurf gleich zwei. Zack. Ereignis gleich weg. Und Schadenswarnung. Das summiert sich nachher natürlich einmal. Ne? Also ihr seht, die zwei sind jetzt weg. Und das ist schon mal eine feine Sache. So haben wir das Schiff schon mal so ein bisschen gesaved. So, da können wir dann am besten als nächstes hin. Dann können wir diesen einen Punkt vielleicht. Na, den kriegen wir in der Runde wahrscheinlich sowieso nicht mehr repariert. Aber. 4. Können wir damit noch sonst irgendwas Schönes machen? Stress reduzieren, bräuchte ich 5 plus, bringt mir nichts. Also werden wir erstmal reparieren. Gesundheit. Wollen wir? Wir können ja mal mit dem Spezialisten können wir auch hier hin, aber da müsste ich minus 1 Gesundheit, ist auch nicht so doll. Und sie pfeift ja auch schon auf dem letzten Loch. Sie hat ja auch nur noch einmal Gesundheit, danach ist sie auch Fujikado. Das ist natürlich nie so fein. Aber ihr riskiere ich das mal, dass sie minus einmal Gesundheit kriegt. Ist zwar, wie gesagt, nicht so feine englische Art, aber nützt ja nichts. So, 5 Punkte. Das heißt, auch hier werden wir erstmal die 5 Punkte erstmal raufziehen, damit wir das repariert kriegen. Hier steht auch mal konkret, was es halt ist. Ne? Also S-Band-Antennenunterstützungssystem reagiert nicht. Der Verstärker der Radiofrequenzgruppe in der Schaltzentrale hat Energie verloren, was die Verarbeitung empfangener Daten verhindert. Ist ja doof. So, da müssen wir also bei, weil hier ist nämlich dieser eine Punkt, ist doof. Mal gucken, was können wir hier machen. Ja, da bleibt uns nicht viel. Wir müssen sie aber bald füttern, so wie es aussieht. Weil sonst kriegen wir echt Probleme, dass sie uns vernibbelt. So. Würfeln. Zweimal die 5. Sehr geil. Dann können wir mich schön hier komplett reparieren. Haben das Ereignis beendet. Sehr geil. Sehr geil. So, jetzt haben wir schon wieder. Mal gucken, was passiert. Nicht, dass sie uns hier vernippelt. Und das Schiff ist zerstört. Warum auch immer. Habe ich nicht aufgepasst. Warum wurde das Schiff zerstört? Wieso? Weshalb? Warum? Aber im Prinzip ist das auch gar keine schlechte Situation, denn es war ja ein Angezockt, ich wollte so ein bis zwei Folgen machen. Ich glaube, es bleibt erstmal bei dieser einen Folge. Nein, Spaß beiseite. Ja, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst mir doch gerne einen Daumen hoch da, wenn ihr mehr sehen wollt, wenn euch das Spiel interessiert. Ja, müsst ihr ja einfach Bescheid sagen, Kommentare etc. pp. Denn sonst könnte ich mir noch vorstellen, dass ich vielleicht nochmal die eine oder andere Folge mache. Wie gesagt, lasst mir gerne einen Daumen hoch da, wenn euch das Spiel gefallen hat, wenn euch das Video gefallen hat. Teilt das Video gerne, wenn ihr möchtet. Und ja, dann sehen wir uns vielleicht bei der nächsten Folge Tarsis wieder. Ansonsten noch viel Spaß auf meinem Kanal und bis zum nächsten Angedaddelt. Und tschüss.